Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part LS15 Back to East. Immer noch mit meinem Genossen Yogi. Was soll er? Und der Genosse der Apex ist heute auch dabei. Moinsen. Und auf den warte ich hier jetzt auch. Wir sind immer noch hier auf diesem riesen Gerstenfeld zugange. Das hattet ihr ja schon gesehen. Yogi presst, glaube ich, schon ein paar Ballen. Ah jo. Die wir dann nachher aufsammeln werden. Da kommt der Sergej Spaglinski um die Ecke geschossen quasi. Ja, ab heute mal ein bisschen mit Musik. Hier jemand fragt, die Musik ist also komplett aus der Audio-Library von YouTube. Also ein bisschen zur Untermalung. Ich dachte, machen wir mal so ein bisschen. Das ist alles aus der Kategorie Country. Also, dass das so ein klein bisschen dazu passt. Also, ich höre hier nichts. Ja gut, das wäre auch komisch. Warum? Du kannst dir das Video nachher anschauen, dann kannst du das hören. Nachher? Ja. Nö. In 2, 3, 7 Wochen. Ja, Matt immer noch die Bantico. Gerade ein recht frisches Projekt noch. Und wie geht's euch so? Ja. Ich hab irgendwie ein Déjà-vu. Auf was? Hast du mich das nicht eben schon mal gefragt, wie es geht? Naja, aber ich dachte, vielleicht die Zuschauer interessiert es auch, die mögen dich doch auch. Ah, ganz was Neues. Einer, ja. Habt ihr euch mittlerweile unter dem großen Baum getroffen? Ja, irgendwie verfehlen wir uns immer noch so.
Hallo. Oh, Telefonzentrale heute hier, oder? Pascal, so still heute. Weil wegen Anruf und so. Achso, Entschuldigung. Grüß schön. Von mir auch, andauernder Telefon heute. Wer ruft euch denn immer an? Das ist so wie bei mir, wenn du hier nichts Böses ahnt sitzt und auf einmal klingelt dein Telefon. Und ich rufe Leute an. Hä? Ja, bei mir war es jetzt erst mein Sohn, der hatte Fußballspiel, hat er gewonnen, bleibt noch ein bisschen da, andere Spiele angucken. Okay. Und eben war es mal. Und eben war es die Enkelin, die sich gestern das Knie gestaucht hat. Ja, tickt schon wieder zu Hause rum, will wieder her, wieder zu uns und alles wieder bestens. Opa und Oma sind doch die Besten, ne? Als von mir gestern schon. Obwohl gestern hieß es noch, nur Opa ist der Beste. Ja, weil gestern Opa als erstes da an der Wunde war, also. Oder an den Knie, ne, gleich mit, und Oma kam dann ja noch ein bisschen später und hat dann die noch zugedeckt und die wollte nachher gar nicht mehr nach Hause. Okay. Achso, wir sind den Zuschauern ja noch die Informationen schuldig, dass wir jetzt doch den Public Beta 2 Patch installiert haben, ne? Ja, richtig. Weil wir eigentlich im letzten Video noch gemacht haben. Nee, nie im Leben, aber. Das hast du gesagt, nie im Leben. Ja. Aber von einigen Seiten habe ich jetzt gehört, dass das eben doch einigermaßen okay sein soll. Also habe ich nochmal gesagt, okay. Versuchen wir es nochmal und bis jetzt
Der Mietmod funktioniert, das ist das Wichtigste. Er läuft eigentlich recht stabil, ne? Ja. Ja, das war ich schon immer. Konsequent bis ins Mark. Kauf kein DLC. Oh, zweimal bitte. Zweimal bitte. Das ist ja gar nicht mein 1050er hier. Ne, den 1050er hast du ja auch hier für den Abfahranhänger. Am Anfang hast du das selber vorgekoppelt. Wenn du dich mal grob erinnerst. Ja. Du wolltest mich schon wieder in schlechtes Licht rücken. Nein. Doch, das wolltest du. Nein, würde ich nie nicht. Ja, ja, eben nie nicht. Bach hier, ne? Mein Freund, der unter der Eiche, der glaubt mir das auch, dass ich das nie nicht machen würde. Mhm. Pascal, würde er das tun? Oh, was für ein Zuspruch du doch kriegst. Ja. Pascal hält sich hier heute sehr zurück. Kommt Pascal da zu dir oder muss ich da hinkommen? Ich bin mir sicher, was mir aber da ist. Boah, lässt er hier wieder die Hälfte stehen, du. Du kannst sie da auch alle für sich stehen lassen, wenn du willst. Du kannst weitermachen. Ja, ich wollte ihn hier aus dem Weg haben, nicht, dass ich da... Ach so, ja, auch wieder richtig. Die 2,5 Sekunden kann ich jetzt auch nicht warten. Ja, kommt bei dir auch nicht mehr drauf an, ne? Nö. Ja. So kann ich mich endlich mal in dein Rumenlicht zeigen, Schatten. Aha. Erhaschen, schon wie auch immer. Was du meinst. Ich ja, aber alle anderen. Funktioniert bei dir jetzt wieder alles? Jo. Da war nur mal was verstellt. Hatte ich mal wieder ein Häkchen nicht gehabt. Okay. Weil heute Morgen hatte Anke mein PC angemacht und ich, Idiot, hatte Blödmann, wie auch immer, hatte gestern mein Lenkrad noch
angeschlossen gehabt und mein Stuhl war unterm Lenkrad so und deswegen konnte das nicht richtig auspendeln, wie sie den PC angemacht hat. Funktioniert wieder. Ja. Entschuldigung, war eine zu lange Geschichte, ich weiß. Nein, interessiert dich herzlich wenig. Mich interessiert in erster Linie, dass es wieder läuft für dich, weil du bist ja quasi mein bester Kumpel. Auch wenn das vielleicht manchmal nicht so rüberkommt. Manchmal. Außer wenn wir über Skype schreiben, so die Anfangszeit, so, ne? Da ja. Ne? Wenn wir uns die Smileys hin und her werfen. Zwei ja, Stunden dann, lang. Ne? Dann glaube ich es auch. Aber sobald wir anfangen, uns zu unterhalten, dann haust du nur immer in die Kerbe. Weißt du? Das ist auch immer schön. Yugi am Skypen. Erstmal zwei Stunden lang nur irgendwelche sinnlosen Smileys hin und her, bis dann irgendjemand sich das Herz macht, was tatsächlich mal was zu schreiben. Ja. Und nur nach vier Stunden kommt dann mal irgendein TS-Fragezeichen. Aber zu ruft mich der Yugi auf Skype mal an. Ich glaube, das erste Mal, als ich mit Skype noch gar nicht so auskennen würde, dass irgendwann am Klingeln war. Da ich dachte, hey, was ist denn nun? Und dann hast du dich dann beschwert, dass ich dich ein, zwei Mal angerufen habe. Ja, das war ja aber auch nur, um mich zu ärgern. 30 Mal in zwei Minuten. Das war ja Telefonterror. So, wir kommen nichtsdestotrotz für diesen Part leider schon wieder zum Ende. Ich danke dir wie immer, Yugi. Ja, gerne, gerne. Ich danke auch dem Apex, der ist wahrscheinlich gerade noch am Telefonieren oder so. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, reinhauen. Tschüss.